Ja, hallo liebe Zuschauer, zum ersten Video des How to Rune-D. Wir fangen endlich mal an. Dafür starten wir jetzt mal den Rune-Editor und in dieser Folge und auch in der nächsten werden euch hier unten links und woanders noch kleine Bildchen eingeblendet, damit ihr die Tastenkombination auch gleichzeitig sehen könnt. Im 3D-Fenster könnt ihr euch hier mal vorwärts und rückwärts bewegen. Oder mit dieser Kombination könnt ihr halt nur mal euch hier so umschauen. Und mit dieser könnt ihr jetzt nach oben und nach unten euch bewegen. Und das Ganze solltet ihr jetzt auch mal testen, falls ihr das nicht schon alles beherrscht. Dann macht das einfach mal, wandert mal hier etwas in diesem schwarzen Nichts rum. Und dann können wir eigentlich mal hier uns eine Karte speichern. Wir haben zwar noch nichts gebaut, das ist aber mal ganz egal. Deswegen nennen wir die Karte jetzt einfach mal DM Rune Map 1. Speichern das Ganze und ja, dann, wie ihr wisst, haben wir hier rechts unseren Browser und links die ganzen Tools. Dann können wir jetzt einfach mal hier mit einem viereckigen Raum anfangen. Wir machen erstmal einen Raum und dafür klicken wir mal auf das Quadrat, suchen das dann mal in unserem 3D-Fenster, da ist es. Und das könnt ihr natürlich jetzt auch in den anderen Fenstern sehen. Zoomt mal näher ran und klickt das mal an, dann seht ihr ja schon, leuchtet das so auf. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Wir benutzen jetzt mal das Side-Tool hier. Es gibt zwei verschiedene. Wir werden heute mal das benutzen. Das hat nämlich auch Vor- und Nachteile, genauso wie das andere. Haltet jetzt mal STRG gedrückt und mit der Maus könnt ihr das hier dann die Größe verstellen. Ihr seht das ja. Das verstellt sich beidseitig. Grund dafür ist halt dieser Vertexpunkt, den ihr mit diesem Side-Tool verändern könnt. Der ist standardmäßig immer in der Mitte, da wo dieses kleine Fadenkreuz ist und ihr könnt das an anderen Punkten im Brush, könnt ihr das versetzen. Wir machen das jetzt einfach mal, indem ihr auf diesen Punkt da geht und draufklickt und wenn ihr jetzt mal hier verschiebt wie vorher, werdet ihr sehen, dass das nur noch in eine Seite geht, in eine Richtung. Das Ganze setzen wir jetzt einfach mal zurück. Das ist halt nur mal so, damit ihr das ein bisschen versteht. Wir müssen mit diesem Sides-Tool das Ganze immer selber, so gut es geht, auf die Linie bringen, damit wir auch Bugs verhindern oder BSP-Holes. Und deswegen sollte man da relativ auf Linie. Bei so geraden Räumen ist das nicht so schlimm, aber achtet da lieber mal was drauf. Haben wir das jetzt vorbereitet, dann brauchen wir diesen Button, um das Ganze auszuschneiden in dieser Außenwelt. Ich nenne das immer hier so die Außenwelt und alles, was wir bauen, ist die Innenwelt. Drücken wir jetzt mal da drauf, dann seht ihr das ja schon. Haben wir das Ganze hier ausgeschnitten und uns so einen länglichen Raum erstellt. Das sieht auch noch komisch aus. Das wird später erst texturiert. Wir ziehen uns jetzt mal das Rote hier auf Seite und dann könnt ihr dahinter ja so ein gelbes Brush entdecken. Gelb ist die Bezeichnung dafür, dass wir etwas ausgeschnitten haben. Die haben auch Farben. Das Ganze hilft später einfach, wenn die Karte was größer geworden ist. Schieb das Rot jetzt mal was weiter weg von diesem Gelben. Da war ja die Kombination und ja, ändert das jetzt mal in die andere Richtung. Macht euch das mal ein bisschen länger. Und hier zählen wir auch gar nichts ab. Wir bauen jetzt in dieser Karte einfach mal frei Schnauze, damit ihr seht, dass man hier auch ein bisschen halt, ja, frei Schnauze das Ganze anfangen kann. Und später könnt ihr euch dann ja mal ein bisschen mehr damit beschäftigen und sorgfältiger arbeiten, indem ihr Kästchen abzählt. Und ich werde auch später das andere Sides-Tool zeigen mit seinen Vorteilen und ja, wir bleiben jetzt aber erstmal hier. Wir haben uns hier diesen Raum jetzt mal ein bisschen größer gemacht und schneiden uns den auch mal aus. Und wir speichern jetzt an der Stelle auch mal die Karte. Das ist gar nicht so verkehrt. Ihr solltet öfters mal die Karte speichern. Gerade am Anfang, wenn ihr jetzt noch anfangt mit dem Editor. So, und dann nehmt ihr euch jetzt mal das rote Brush hier so zwischen diese zwei Kästchen. Zwischen unsere zwei Räume, da haben wir ja vier Kästchen frei. Ich mache das jetzt auch mal ein bisschen schmaler. Ihr seht das ja, ich zähle die Kästchen auch gar nicht ab. Und hier, das lassen wir auch mal so. Da brauchen wir jetzt nicht hundertprozentig auf Linie, weil ich werde hier mal einen kleinen Trick euch zeigen. Und zwar mit diesem Button.
Dieser Button erlaubt es uns, das, was in der Außenwelt ist, beizubehalten und das, was in der Innenwelt ist, abzutrennen. Das seht ihr hier ganz gut. Das ist jetzt hier, was noch in die Innenwelt übersteht. Und wenn ich das jetzt hier mal drücke, dann seht ihr das ja schon. Ist nur noch das, was in der Außenwelt ist, da. Und denselben Button gibt es auch nochmal für die Innenwelt. Ihr müsst nur aufpassen, dass hier oben und unten nicht hier so rüber steht in diesen fertigen Raum, sonst habt ihr halt einen Versatz und das wollen wir nicht. Das Ganze schneiden wir jetzt auch mal hier aus und dann seht ihr das ja schon. Speichern wir nochmal und jetzt haben wir diese zwei Räume miteinander verbunden. Das Ganze nehmen wir uns jetzt mal hier mit rüber, also das rote Brush ziehen wir uns jetzt mal hier rechts rüber, weil wir machen uns jetzt noch eine kleinere Verbindung. Einen etwas kleineren Flur oder Durchgang, sage ich jetzt mal. Dieser Durchgang bekommt aber einen Rahmen. Und an diesem Rahmen kann ich euch das Ganze nochmal gut ja, vorführen mit diesem Innenwelt- und Außenwelt abtrennen. Und dafür machen wir uns jetzt erstmal den Raum kleiner zu dem anderen. Also diesen Flur, der wird kleiner wie der andere. Und ja. Dann gehen wir jetzt nochmal in diese Seitenansicht und machen mal den Vertexpunkt da unten hin, damit wir mal diese Höhe hier verstellen können. Wir aber auf dem Boden noch gleich bleiben mit der Linie und da machen wir das mal so, zoomen mal was näher ran. Das ist okay. So, zoomen jetzt mal näher ran, um das Ganze mal hier auf Linie zu bringen und ja, wenn wir das Ganze jetzt so haben, dann machen wir den Vertexpunkt auch mal wieder zurück in die Mitte. So, und dann können wir das auch einfach mal ausschneiden. Ihr seht das ja, der Unterschied ist auf jeden Fall da. Und dann können wir jetzt mal eben speichern ganz schnell. Und ja, dann machen wir diesen Rahmen, von dem ich erzählt habe. Dafür bleiben wir mal auf diesem Sides-Tool einfach und gehen mal hier in die Draufansicht und machen mal unsere rote Brush. Klicken wir nochmal gerade an, so und machen das jetzt mal hier eben zwei Kästchen breiter, auch wieder in beide Richtungen. Denn wir werden hier gar nicht viel rumbasteln. Diese Buttons, die können uns dabei helfen. So haben wir jetzt links und rechts zwei Kästchen mehr. Machen wir den Vertexpunkt nochmal nach unten, denn wir müssen ja an der Decke auch wieder zwei Kästchen höher. So, und jetzt gleich werdet ihr auch schon gut den Rahmen erkennen können. Und wenn ich jetzt mal hier auf der Linie bin, dann kann ich euch das zeigen. So, ich mache den Vertexpunkt mal wieder in die Mitte und speichere das Ganze nochmal. Ja, und jetzt könnt ihr das hier mal im 3D-Fenster sehen. So, da kann man halt den Rahmen schon gut erkennen. Und wenn ich jetzt einfach mal den Button von vorher nehme für die Außenwelt und mal da draufklicke, dann zack, seht ihr ja schon, was passiert ist. Also der hat jetzt den Kasten, den Durchgang in der Mitte wieder ausgeschnitten und uns so einen Rahmen dadurch erstellt. So, das könnt ihr hier nochmal ganz gut sehen. Und ja, den könnten wir uns jetzt kleiner schieben und oben und unten platzieren. Aber wir machen das jetzt gerade mal nicht so, sondern ziehen uns den einfach mal jetzt wieder längs ein bisschen größer zwei Kästchen, dass wir oben und unten wieder zwei Kästchen in die Innenwelt so gesehen in unsere Räume reinragen, reingucken damit. Und wenn wir das dann soweit haben, dann können wir nochmal hier im 3D-Fenster gucken. So, und jetzt benutzen wir den, nicht den Button, sondern genau den Button da drunter. Der ist nämlich für die Innenwelt. Und wenn wir jetzt mal hier draufklicken, dann müsste der uns das zack einfach mal hier in der Außenwelt abschneiden und lässt uns nur das in unserer Innenwelt. Und dann seht ihr ja direkt, haben wir auf beiden Seiten zwei Rahmen, die können wir dann bauen mit dem Button zum Bauen, also der über dem zum Ausschneiden. Und ja, seht ihr, wenn ich jetzt hier draufklicke, das war mal das alte Viereck, das haben wir mal gerade resettet, denn wir machen jetzt mal hier mit den Texturen weiter speichern und bei Browser habt ihr die Texturen da und dann könnt ihr unten rechts mal auf Load klicken und öffnet mal diese Hell-Datei oder nehmt euch von mir aus eine andere, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt mal die Hell-Datei und scroll hier mal was runter, denn ich werde mit der anfangen für Boden und Decke. Ihr könnt diese Wände und Böden und Decken anklicken.
einfach mit der Maus und rumwandern, wie ihr das kennt. Und wenn ihr STRG beim Anklicken gedrückt haltet, könnt ihr halt mehrere von diesen Böden und Decken anvisieren und anklicken. Und dann klickt ihr einfach mal auf die Textur, geht ins 3D-Fenster, Rechtsklick, Surface Properties, mal da auf Scale und dann auf Apply. Und jetzt seht ihr, das Ganze sieht doch schon viel besser aus. Er hat uns das schärfer gemacht. Machen wir uns mal gerade die Wand hier noch, damit ihr das mal gerade seht. Nehmen wir mal das hier. So, das zack, seht ihr ja noch, ist irgendwie verzogen. Und wenn ich jetzt mal hier Apply drücke, dann hat er uns das wieder ausgerichtet. Wir werden diese Texturen auf jeden Fall nochmal in einer kommenden Folge besprechen, denn man kann das Ganze hier noch wesentlich besser ausrichten, gerade den Boden und die Decke, damit man den Übergang zu einem anderen Raum halt viel, viel gescheiter hinbekommt. Aber wie gesagt, das besprechen wir ein anderes Mal. Macht das erstmal auf diesem Weg, dann könnt ihr euch da auch erstmal reinfinden mit. Und ich sehe gerade, hier haben wir noch eine Wand und eine Decke vergessen. Die müssen wir gleich auch nochmal wieder machen. So, und übt das auch mal mit dem Wandern, weil das sieht gerade alles ein bisschen leicht aus, aber das sollte auf jeden Fall auch ein bisschen Übung erfordern. Und ja, wir machen jetzt den Rahmen mal in einer ganz anderen Textur, damit der sich auch abhebt und die mal in denen, die wir schon benutzt hatten. Ja, und wenn wir jetzt mal hier durchfliegen, seht ihr ja schon, hat das Ganze auch schon ein super Bild bekommen, hätte man am Anfang kaum gedacht. Wir speichern das Ganze jetzt nochmal, denn wir werden uns jetzt mal ein Licht hier hin machen. Dafür werden wir mal hier einen Rechtsklick im 3D-Fenster machen und dann steht da Add Light, das ist unsere Lichtquelle. Diese Fackel sieht man später auch in-game nicht mehr. Macht mal einen Doppelklick da drauf, dann kommt ihr in die Light Properties, geht mal auf Lightning und auf Light Radius, macht ihr mal eine 40 dahin und bei Lightning Color machen wir mal gerade da 200. Dann hier machen wir mal 0 und da machen wir einfach mal 20. Das sollte jetzt erstmal so ein Rot ergeben. Könnte ein etwas aggressiveres Rot sein, ist aber mal ganz egal. Verschiebt das mal hier. Seht ihr, ihr könnt das hier auch im 3D-Fenster verschieben, um euch das zu positionieren. Das geht auch in den Seitenfenstern und natürlich auch in der Draufansicht. Das solltet ihr auch alles mal machen, um euch das auszurichten. So, und wenn wir das jetzt mal so weit haben, dann müssen wir bei Browser mal hier auf Classes wechseln. Und wenn wir bei Classes gehen, wir mal hier auf Decorations, Decorations Rune, weiter runter zu den Fire Objects. Und dann findet ihr da diesen Tall Breezer. Und den klickt ihr auch mal an. Rechtsklick im 3D-Fenster und Add Tall Breezer. Und dann klickt ihr den mal da in der Draufansicht an. Verschiebt euch das Ganze mal ein bisschen, so wie euch das gefällt. Ich mache es jetzt einfach mal so, speichere die Karte und dann adden wir jetzt auch gleich mal direkt den Player Start. Den könnt ihr finden hier bei Navigation Point. Den klickt ihr auch wieder an und Rechtsklick im 3D-Fenster, Add Player Start. Richtet den auch mal ein bisschen aus, nicht so nah an der Wand. Ihr könnt übrigens auch mehrere Player Starts hier in die Karte machen. Dann spawnt ihr einfach random, aber einer soll es jetzt erstmal reichen und tun für uns und dann drückt ihr da mal auf Rebuild und ja, jetzt könnt ihr ja sehen, ist alles dunkel geworden, man sieht das rote Licht und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man das wieder heller bekommt. Das ist ganz einfach hier bei Mode, da gibt es einmal diesen Dynamic Light und dieses Textures und wenn ihr da mal draufklickt, dann werdet ihr sehen, wie sich das umstellt. Dann habt ihr hier so mehr oder weniger die Ingame-Ansicht und das ist halt wieder die optimale Ansicht zum Arbeiten im Editor. So, und wir werden uns jetzt noch eine Lampe mal hier kopieren, weil das ist ein bisschen dunkel hier. Dann können wir gleich wenigstens einmal im Kreis laufen. Kopiert das einfach mal mit STRG, C und V. Zieht euch das wieder runter auf den Boden. Und nee, machen wir die lieber hier hin. So. Einfach mal dahin geschoben. Ja, und dann können wir jetzt noch mal Rebuild drücken und schalten jetzt noch mal auf Dynamic Light und dann sehen wir das jetzt hier, dann speichern wir das Ganze noch mal und können das jetzt auch mal testen, drücken einfach mal Play Level. So, jetzt sollten wir hier in die Karte gespawnt werden und ja, ihr seht das Ganze, da ist unsere Lichtquelle und da hinten ist die andere.
Wenn es eine zweite Staffel geben wird hiervon, werde ich mal gucken, dass ich das hier mit dem Ingame-Testen ein bisschen besser zeigen kann, ohne das ganze Flackern, weil das wird im Laufe leider auch ein bisschen schlimmer. Aber ich hoffe, ihr habt da was Rücksicht und habt jetzt trotzdem euer Spaß bei dem Video gehabt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten sehen. Bis dahin.